Entnehmen Sie Ihr Abarth Go-Kart aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien. Im Paket befinden sich der Grundkörper, die Räder, die vordere Verkleidung, das Lenkrad, der Sitz, die Lenkstange, der Rahmen der Lenkstange, die inneren Radblenden, das Montagematerial und die Bedienungsanleitung. Nehmen Sie den Grundkörper und entfernen Sie sämtliche Schutzkappen. Stecken Sie die Vorderräder in folgender Reihenfolge auf: Unterlegscheibe, Rad, Unterlegscheibe. Schrauben Sie das Ganze mit einer Mutter fest. Nutzen Sie hierfür den beiliegenden Steckschlüssel. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Vorderrad und das linke Hinterrad. Das Fahrzeug wird über das hintere rechte Rad angetrieben. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das richtige Rad verwenden. Dieses muss passend zu der Hinterachsaufnahme zwei Öffnungen besitzen. Sind die Räder montiert, klipsen Sie die inneren Radblenden in die Öffnungen der Räder. Montieren Sie den Rahmen der Lenkstange. Hierzu benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und vier lange Schrauben aus dem beiliegenden Montagematerial. Stecken Sie den Rahmen der Lenkstange in die Aufnahme am Fahrzeug und fixieren dieses mit den Schrauben. Kontern Sie diese auf der anderen Seite mit den Sicherungsmuttern. Hierfür kann der Steckschlüssel aus dem Montagematerial benutzt werden. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen vier Schrauben. Setzen Sie das Fahrzeug in eine waagerechte Position und bringen die vordere Verkleidung an. Diese führen Sie am oberen Ende in die Halterung der Lenkstange ein. Am unteren Ende drücken Sie die Verkleidung an, bis diese hörbar einrastet. Als nächstes wird die Lenkstange verbaut. Hierzu benötigen Sie eine Unterlegscheibe und einen Sicherungssplitt. Nehmen Sie die Lenkstange und stecken diese in die Führung des Rahmens. Achten Sie darauf, dass die Lenkstange und die Vorderachse richtig verbunden sind. Stecken Sie nun am oberen Ende der Lenkstange die Plastikhülse auf die Verkleidung und sichern diese mit einer Unterlegscheibe und dem Splint. Montieren Sie nun das Lenkrad. Hierzu benötigen Sie wieder den Kreuzschlitzschraubendreher. Lösen Sie die Schraube im Lenkrad. Stecken Sie das Lenkrad auf die Aufnahme und schrauben dieses wieder fest. Lösen Sie die unteren Muttern am Sitz und platzieren Sie diesen auf dem Grundkörper. Sie haben hier zwei Sitzpositionen, aus denen Sie wählen können. Wenn Sie die richtige Sitzposition gefunden haben, fixieren Sie die Schrauben des Sitzes wieder mit den Muttern. Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe des vorderen Hebels den Freilauf ein- bzw. auszuschalten. Wenn der Hebel in der hinteren Position steht, befinden Sie sich im Leerlauf. Wenn der Hebel in der vorderen Position steht, sind die Pedale unter Belastung und das Fahrzeug kann bewegt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren.